Hallo Freunde, willkommen zurück auf der YouTuber-Insel und ich bin so übertrieben gehypt auf das heutige Video, denn heute wird endlich unser neuer Clan gegründet mit Rhiney und Army zusammen und es gab so coole Vorschläge unten in den Kommentaren. Lotuskrieger, Schattenclan, Schattenkrieger, ich muss mal kurz ablesen, was hatten wir noch? OG-Krieger, Osterkrieger und ganz viele andere und ich bin echt gespannt, wofür wir uns letztendlich entscheiden werden, aber ich glaube, ich habe schon eine coole Idee. Und guckt mal, was Rhiney für mich gemacht hat, wenn ich ein Totem in die Hand nehme, Leute. Bam! Einfach das YouTuber-Inselbuch ist direkt einfach mein Totem, Leute. Besser geht's doch nicht. Guck mal, wie cool das aussieht. Ich renne jetzt einfach mit meinem eigenen Buch, Leute, rum. Das ist ja so geil. Und Leute, nochmal an der Stelle wirklich vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der sich das Buch geholt hat. Und wie gesagt, das Gewinnspiel geht immer noch. Zwei Leute haben die Chance, mit mir auf der YouTuber-Insel ein Video aufzunehmen. Du brauchst kein Mikrofon. Du musst kein YouTuber sein. Hauptsache, du gewinnst. Und dann lade ich zwei Leute ein. Und natürlich, wenn du Mikrofon und alles hast, dann werde ich dafür sorgen. Und wenn du das gut machst, hoffe ich natürlich, dass du dann für immer bleiben kannst und ich die anderen überrede. Aber ja, Leute, unten in der Videobeschreibung den Link abchecken und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal Richtung Ei, Leute, denn ich muss euch auch nochmal was zeigen. Ich hoffe, da ist jetzt nicht wieder der Höllenkrieger-Clan. Hört ihr das? Das war gestern noch nicht da. Das ist jetzt neu. Das ist einfach neu. Und was war das gerade für ein Geräusch? Hä? Also ich rede nicht von dem Herzgeräusch. Hier ist doch gerade jemand. Ey, komm raus! Ich bin hier. Oh mein Gott, erschreckt mich doch nicht. Bro, lass uns mal hier weggehen, bevor der Höllenkrieger-Clan gleich wieder kommt mit fünf Leuten oder so. Lass uns mal hier runter. Bist du alles gut bei dir? Ja, Bro, alles ist gut bei dir. Wie geht's super, wie geht's dir? Boah, ist das laut. Bei mir ist auch alles super und ein wunderschönes Buch hast du da in deiner Hand, ja? Linke Hand, nicht rechte Hand, linke Hand. Hey, wie cool sieht das denn aus? Meinst du mein Totem? Ja, ja, dein Totem, meine ich natürlich. Aber gut, alles klar, Pischer. Ich muss jetzt rüber zu Rhiney und Army, ja? Mach's gut, Bro. Hä, Sio, warte kurz. Warum denn? Was meinst du mit Buch? Meinst du das YouTuber-Inselbuch? Ja, guck mal, was ich hier habe. Du siehst halt normale Totems, aber ich habe einfach so ein... Bro, ich habe jetzt einfach so ein Dingens draufgeklatscht. So eine Textur von Rhiney. Oh mein Gott, hast du sogar noch ein paar Totems für mich? So? Die nehme ich gerne an. Das hier alles? Wie viele Totems hast du denn? Gib mal zwei, okay? Ja, komm, nimm die beiden. Geil. Gut, Bro. Vielen, vielen Dank. Ey, geil. Ehre, Mann. Jetzt habe ich vier Stück davon. Sieht voll cool aus. Pack ich mal eins hier direkt runter. Ja, zack. Habe ich jetzt auch ein Buch in der Hand. Kauft euch alle das Buch, Leute. Ehre, Mann. Wann kommt deins endlich an? Meins kommt jetzt ungefähr in 2-3 Tagen an. Gönn ich dir. Okay, Bro. Viel Spaß noch und bis später. Ja, ich muss jetzt rüber zu einem neuen Clan. Der Clan, der die YouTuber-Insel retten wird. Ciao, Bro. Warte, was? Auf Wiedersehen. Ey, Leute, let's go. Ich bin so gehypt. Ich hoffe, dass Army und Rhiney schon am Start sind. Das wäre richtig geil. Denn, Leute, ich habe Bock auf den neuen Namen. Ich habe Bock auf den neuen Clan. Und ich bin vor allem gespannt, wie wir aussehen werden. Denn Rhiney hat natürlich nicht nur die Textur hiervon gemacht, sondern auch die Textur von unseren neuen Skins. Und ich bin so übertrieben gehypt. Und Freunde, nochmal sorry, wenn ich so oft übertrieben Werbung gerade aktuell mache. Aber Leute, stellt euch mal vor, ihr bringt euer eigenes Werk raus. Natürlich machst du dann umso mehr Werbung, weil das ja quasi dein Baby ist. Also dieses Buch ist ja mein Baby, Leute, gefühlt so. Und deshalb... Hä? Was ist denn hier gebaut eigentlich? Was ist denn hier? Hä? Was ist ein Weg? Bro, das ist der... Da werden wir gleich die ganzen Dings... Oh. Hey, Freunde, ich glaube, ich bin gerade pünktlich noch gekommen, oder? Weil ich wurde gerade von Pischer die ganze Zeit aufgehalten. Gekommen. Ich sag euch ehrlich, was habt ihr hier in der Zeit gemacht? Was ist das? Bro, wir haben gerade drüber geredet. Also du bist wirklich perfekt gekommen. Wir haben gerade zusammen... Genau. Wir haben uns überlegt, wegen dem Namen. Du hast wahrscheinlich auch 1000 Kommentare bei dir bekommen. Ich habe so viele Kommentare bekommen. Und guck mal, ich sag dir ehrlich, überleg mal, bevor du schreibst. Also ich habe immer meine Clans so mäßig gemacht, ich habe mir das weitergedacht. Ja? Damals Himmelskrieger im Himmel, Elytra, Weiß-Gold, dann hier im Wasser, Wasserkrieger, Wasserbase, blaues Skin und sonstiges. Ja. Und überleg mal, wo wir gerade hier sind. Wir sind im Dunklen. Dann, im Dunklen, ja. Um unsere Gegner, das Böse, fertig zu machen, müssen wir auch schon Hinterhalt angreifen. Moment, das passt perfekt. Also ich war ja unterlegen. Ja. Wo greift man an, wie sagt man so schön, aus dem Schatten heraus? Oh mein Gott, das hat Rhiney ja gestern auch gesagt, ne? Mhm. Hast du? Ich habe gestern gesagt, hier greifen wir aus dem Schatten heraus an. Ja, und deswegen haben Rhiney und ich gesagt, auch wirklich auf 1, haben gesagt, okay, 3, 2, 1, go. Wollen wir nochmal machen, Rhiney? Mach das doch mal, okay. Leute. Mach das doch mal. Wir sind einer. Zwei. Alle zusammen. Okay. Drei. Zwei. Eins. Go. Osterkrieger! Was?
Was? Wie? Euer Name ist viel cooler. Schattenkrieger ist voll geil. Hast du Osterkrieger? Ja, weil wir Ostern gerade haben. Ostern ist doch vorbei. Und Ostern wird doch auch, die Eier werden doch auch versteckt. Bro. Und aus dem Hinterhalt kommen dann die Ostereier raus. Wir haben, aber doch, wir Jungs, haben doch heute Dienstag. Vergiss, was ich gesagt habe. Erstmal, was hast du da für ein cooles Buch in der Hand? Ich habe auch schon den Leuten gesagt, dass du das mir gemacht hast. Vielen Dank dafür erstmal wirklich. Gerne, gerne, gerne. Dass du die Textur gemacht hast. Cool. Aber Jungs, Spaß beiseite jetzt. Ey, ich sage euch ehrlich, Schattenkrieger hört sich so gut an. Und deshalb lasst uns das noch einmal machen. So, bis 13 okay. Und dann 3, sagen wir diesen Namen. 2, 1, los! Schattenkrieger! Oh mein Gott, let's Leute. Go. Also ist das jetzt offiziell oder was? Das ist jetzt offiziell. Nein, ey, geil. Da, wo ein Licht ist, da muss auch ein Schatten sein. Denn Licht und Schatten funktionieren zusammen. Ja, und das heißt nicht, dass jetzt das Dunkle böse ist. Ganz im Gegenteil. Wir sorgen immer noch, um das Böse zu bekämpfen. Und das Böse sind die Höllenkrieger, die wir fertig machen müssen. Ganz genau. Schattenkrieger. Und zur Feier des Tages, Leute, ich habe da schon was Kleines vorbereitet, ja? Was denn? Ich habe da schon was Kleines vorbereitet. Wir stehen jetzt hier vor. Wir stehen jetzt hier vor. Hier ist ein kleiner Steg zum Revealen. Ach so. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe die Skins. Nein. Das Ding ist, in welcher Reihenfolge machen wir das? Wie ihr möchtet. Ich kann erster oder wie wollt. Dann lass mich anfangen. Dann Sue. Und dann du zum Schluss, weil du hast das Ganze gemacht. Okay, und dann so machen wir das. Okay, Jungs, was muss ich machen jetzt hier? Warte, du musst dir kurz die Klamotten holen natürlich, warte. Hä, wie cool ist das denn? Wir haben jetzt eine Modeshow oder was? Ja. Hier ist eine Falltür, muss ich da rein? Leute, wie geil, ey, wie cool ist das bitte? Okay. Und ich sag euch... Okay, dann geh ich mich um. Gerade mit dem Shader... Creeper! Oh mein Gott. Oh, Verzeihung, ich hatte mich komplett gemutet. Du, ja, da ist wieder sein Buch am Lesen, aber kann ich verstehen. Ich finde das auch sehr spannend. Leute, bestellt euch das. Yeah, geil, danke. So. Okay. Du musst hier runtergehen. Ey, so cool, wie alle Werbung machen. Ich geh mich umziehen, ja? Okay, geil. Wir warten. Okay. Ich bin gehypt. Bro. Reini, wirklich, okay, ich bin ja so übertrieben gehypt. Was hast du hier gemacht? Hast du das extra alles selber gebaut oder was? Bro, dieser Name, dieser Platz, diese Höhle, alles ist perfekt gerade. Das ist ja so perfekt, das passt ja so gut. Ich bin so übertrieben gehypt, die Armee gleich rauskommt. Bro, es wird... Du wirst ihn nicht wiedererkennen. Ja, du wirst ihn wiedererkennen. Das ist ja das Geile daran. Ich habe extra mich dran gehalten, dass man uns wiedererkennt, weißt du? Ja. So, das war mir ganz wichtig dabei. Okay, Jungs, seid ihr ready? Ich bin ready. Okay. 3, 2, 1... Wow! Oh mein Gott, sieht das cool aus, Bro! Junge! Bro, du siehst ja so fresh aus mit deiner goldenen Brille und diesen goldenen Akzenten. Oh mein Gott! Nein! Digga, es ist vorbei. Oh mein Gott. Du weißt schon, dass du gerade der Coolste auf diesem ganzen Server bist, oder? Oh mein Gott. Ey, Bro, ich sag dir, ich fühl's gerade geisteskrank. Guck mal, selbst mit Rüstung. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Reini, du hast dich heute mal wieder selbst übertroffen. Reini, wirklich. Ich danke dir. Künstler, du bist Designer, du bist Picasso, sein Vater. Ja, okay. Digga, wirklich. Okay. Ey, das war's hier. Also wirklich geisteskrank, 10 von 10. Sag ich dir ehrlich, 10 von 10. Mit Shader sieht das sogar noch geiler aus. Ja, Mann. Damit du Rüstung. Jetzt brauchen wir noch die richtige Verzierung für die Rüstung. Wir müssen das gleich mal draußen angucken im Tageslicht. Ja, okay. Das stimmt. Okay, ich bin jetzt dran, ja? Du weißt, wo du oben bist. Komm mit, zeig dir das nochmal. Ja. Du gehst hier rein. Da unten sind die Klamotten ready für dich. Hier rein. Da gehst du rein. Okay, Leute, drückt mir die Daumen. Viel Spaß beim Umziehen. Rein, ich hab mich jetzt bewährt. Okay, Leute, ich hab mich umgezogen. Nein. Nein, Freunde. Guckt euch das mal an. Ich dreh mich jetzt um. Jo? Oh mein Gott, Leute. Wenn ihr das genauso geil findet wie ich, dann lasst ein Like da. Warte mal. Ich komm jetzt raus, Jungs. Ey. Ich komm jetzt raus. Let's go. Okay. Oh mein Gott. Ey, ich will raus. Ihr lauft! Oh mein Gott, Alter, sieht das cool aus. Drehen! Boah, sieht das schön aus! Ich fühle mich wie so ein richtiger Schattenkrieger! Oh mein Gott, wie cool! Schwert in die Hand! Jawohl! Boah! Selbst neben mich, Bro! Bro, das sieht ja so krass aus!
Nein, nein, wir sind die coolsten hier. Wir sind die coolsten komplett, ey. Ohne Witz. Die müssen jetzt bei uns alle ein Like da lassen und ein Abo und Glocke aktivieren, wenn ihr das genauso cool findet, wenn ihr für die Schattenkrieger seid. Oh mein Gott. Leute, ey, das ist vorbei. Es ist vorbei. Okay, Jungs. Ich mache mich schon mal fertig, ja? Reini, wirklich, vielen Dank, ey. Ich habe so Motivation dadurch bekommen. Ich habe jetzt so Bock, einfach stark zu werden. Ich geh rein, Jungs, ich zieh mich um. Okay. Guck mal, selbst mit Elytra, guck mal, wie krass das noch aussieht. Elytra, stimmt. Ich zieh mir auch meine Rüstung an, habe ich noch gar nicht gemacht. Bro, sogar mit Elytra sieht das cool aus. Oh. Guck dir das mal an. Oh mein Gott, guck dir das jetzt mal bitte an. Bei dir selber. Boah, oh mein Gott, Alter, sieht das krank aus. Siehst du, was ich meine? Bro, das sieht ja so heftig aus. Mashallah. Oh mein Gott. Wo bleibt Reini? Und das Gute, guck mal, eine Brille guckt immer raus. Oh, deine Brille sieht echt stylisch aus. Also ich sagte Retalk, ich feiere deine goldene Brille so hart. Ja, die gefällt mir auch am besten vom Skin her. Also das ist so ein... Oh mein Gott, ich bin jetzt so auf Reini gespannt, wenn Reini gleich da rauskommt, ne? Er wird wie ein Löwe aussehen, Leute. Er wird ein Löwe sein. So ein Ding ist das. Digga, Reini wird auch wahrscheinlich geistkrank aussehen. Ich meine, vielleicht hat er eine goldene Nase. Boah, das wäre krass, deine goldene große Nase. Boah, das wäre echt ein Highlight bei ihm. Aber was hätte er... Okay, gehen wir mal davon aus, er hat aber keine goldene Nase. Was könnte bei ihm so das Merkmal sein? Da bin ich gespannt. Er soll uns jetzt nicht so lange auf die Folter spannen. Komm raus endlich! Reini! Schattenkrieger! Krieger! Schattenkrieger! 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 Boah, Bro, sag dir ehrlich, ich glaube, wir werden wieder Geschichte schreiben auf der YouTube-Insel. Safe. Guck mal, damals, Himmelskrieger, bam, Geschichte geschrieben. Lotus-Clan, Geschichte geschrieben. Was will der Höllenclan jetzt machen gegen die neuen Schattenkrieger? Die können nichts machen, Bro, gar nichts. Wir werden dann Albtraum sein. Zumindest. Also ich hoffe, vielleicht unterschätzen wir die, aber... Nein, wir unterschätzen die nicht, nur... Ich sag dir, die Macht der Freundschaft ist immer größer als die Macht des Hasses. Das stimmt, aber... Ja, überleg mal, wir haben eine ganz andere Motivation als die. Was haben die denn für eine Motivation? Ja, nur Zerstörung. Man muss halt sagen, die halten schon zusammen, ne, aber... Die haben halt ganz andere Ziele und Absichten, weißt du? Das ist ein bisschen schade. Aber mal gucken, vielleicht sind wir in der Lage dazu, die zum ersten Mal zur Besinnung zu bringen und von ihnen das Böse ins Positive zu wandeln. Das wäre krass. Ja. Aber Reini lässt sich ja echt viel Zeit, Leute. Ja. Reini! Reini, kommst du nicht in die Hose rein, oder was? Er hat ja gesagt, dass du dir Zeit gelassen hast, aber ich glaube, er braucht länger. Jungs! Da ist er. Oh, komm, ich komme. Lass mich kurz dahin nach vorne. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Ich bin ready. Okay. Ich komme. Jetzt 3, 2, 1, let's go! Nein! Oh mein Gott, Bro! Du siehst so cool aus! Oh mein Gott! Dreh dich! Bro, du siehst so cool aus! Was geht ab? Oh mein Gott, Alter! Er sieht echt geistkrank aus, Digga. Allein die Brille, Digga. Alter! Das ist auch so Man in Black! Wollte ich gerade sagen, das ist einfach Man in Black Charakter. Bro, ich zieh kurz meine Sachen aus. Ich auch. Jungs, stellt euch nebeneinander. Direkt. Stellt euch nebeneinander. Alter. Boah. Nein. Das ist gerade nicht normal, Jungs. Das ist nicht normal. Gott, Jungs, lass uns ans Tageslicht gehen. Ich komme nicht drauf klar. Oh mein Gott, Leute. Ich habe so Motivation dadurch bekommen. Lass es echt rausfliegen, okay? Okay. Ja. Seid ihr bereit? Junge. Warte. Okay, ich bin bereit. Jetzt. Lasst uns nach draußen. Wo treffen wir uns? Ja. Da rüber, hier zur Bambusinsel. Shader anmachen. F1 drücken und... Nein. Bro. Wie stark sehen wir aus? Wie stark? Alter, wie schön sieht das aus. So cool, Reini. Vielen Dank, Mann. Oh Gott, Digga. Also, dass der Boden nicht brennt, wenn wir draufgehen, ist auch alles. Ey, Jungs, also ich war lange nicht mehr so motiviert. Ich werde jetzt so krasse Sachen bauen wollen. Also wirklich, ich baue eine richtig geile Hütte. Kann ich schon direkt heute anfangen oder wie machen wir das? Bro, natürlich. Ich glaube, ich besorge mir heute Ressourcen und dann starte ich morgen dann. Ja, ich muss auch gleich starten. Ich bin so hype! Let's go. Jungs, ich gehe jetzt von anderen die Reaktion holen. Ja, lass uns die Höllenkrieger direkt weghauen. Lass uns das sowas machen.
Ich werde mich mal ein bisschen umgucken, weil ich will mich mit dem Nether ein bisschen umgucken, ob die irgendwo eine Base gebaut haben. Aber keine Sorge, ich werde keinen Kampf machen. Sobald ich irgendwas sehe, hau ich direkt wieder ab. Pass auf dich auf. Und ich bin echt, ich bin echt froh, dass wir jetzt das neue Team sind. So, die Schattenkrieger. So krank. Das ist wirklich. Okay, allein diese Konstellation gefällt mir so gut. Und ich glaube mal, andere wollen jetzt automatisch zu uns kommen. Aber wir müssen echt aufpassen, wen wir dazu holen, oder? Ja, sowieso. Wir haben, also das wird wirklich, also man muss wirklich, wenn man dazukommen will, jetzt noch im Nachhinein, dann muss man wirklich irgendwie was absolvieren. Keine Ahnung, irgendeinen Test oder so müssen wir uns ausdenken. Safe. Ja. Gut, Jungs, dann danke erstmal und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch. Wirklich, ihr seid meine Bros. Okay, haut rein. Ciao. Leute, nein, guckt euch das mal an. Also Retalk, wenn ihr wirklich das cool findet, dann will ich, dass der Like-Button zersprengt wird und schreibt unbedingt eure Meinung unten in die Kommentare, was ihr von den Klamotten hält. Also wirklich, ich bin schon echt gespannt. Ihr könnt auch gerne eure YouTube-Profilbilder ändern und irgendwie, keine Ahnung, einen Screenshot kurz machen oder ihr habt ja im Video irgendwie Möglichkeiten gehabt, Screenshots zu machen. Macht einen Screenshot und lasst uns wirklich Schattenkrieger überall verbreiten. Überall den Hashtag Schattenkrieger, nachdem ihr dieses Video zu Ende geguckt habt, verbreitet überall Schattenkrieger und ich hole mir jetzt meine erste Reaktion, Leute. Ich würde mal sagen, wir fliegen einfach mal zum Ei, weil dort beim Ei sind relativ viele immer und ich hoffe nur nicht die Höllenkrieger. Irgendjemand, den wir den... Oh nein. Timmy, vielleicht können wir ihn belauschen. Aber das Ding ist, Leute, irgendwie ist immer irgendjemand von den Höllenkriegern am Start. Den habe ich aber auch echt lange nicht mal gesehen. Hey, Sue, was geht? Warum bewacht ihr die ganze Zeit dieses Ei? Ich checke das nicht. Ich tue die rhythmischen Herzschläge von dem Ei begutachten und ich sag dir ehrlich, ich bin der Spur ziemlich nah, aber ich sag dir nicht, was es ist. Ich habe eh schon das Gefühl, dass ihr irgendwas wisst, was wir nicht wissen. Das triggert mich auch ein bisschen, sag ich dir ganz ehrlich. Das kann schon sein. Was machst du überhaupt hier, hä? Ja, was ich hier mache, ich wollte eigentlich meine Freunde suchen, weil ich denen eigentlich was zeigen wollte. Freunde? Das ist ja mal was Neues. Warum musst du jetzt eigentlich wieder provozieren, hä? Deine ganze Crew, die provoziert mich eh jeden Tag. Wo ist die jetzt gerade, hä? Entweder sind die da oder du bist hier. Ey, ich sag's mal so, Sue, du weißt gar nicht, was gerade abgeht und es ist eigentlich voll entspannt hier. Ich will gar keinen Stress, sag ich dir ehrlich. Ich habe nämlich ganz andere Sachen zu machen gerade. Da bist du gar nicht auf meiner Liste. Okay, wie kommt's, dass du jetzt auf einmal plötzlich, ich nicht auf deiner Liste bin? Sonst mich einsperren, mich kacke behandeln und jetzt auf einmal interessiere ich dich gar nicht mehr, oder was? Einsperren? Jo, ich sag dir ehrlich, Sue, ich sag dir mal so, ne? Wir haben was richtig Krasses vor, Alter. Und wenn das umgesetzt wird, mein erster Plan ist ja schon ein bisschen umgesetzt worden mit Mooney A. Und wenn jetzt der nächste Schritt auch noch fertig ist, dann geht's richtig ab. Das Warte wird so mal. Ein Riesending, Alter. Ich hab mich extra nicht mal eingemischt, weil Mooney gesagt hat, dass sie das gut findet mit dir. Deshalb habe ich die Schnauze findet einfach gehalten. Auch. Aber was heißt jetzt, dein erster Plan ist aufgegangen? Nutzt du sie etwa aus, oder was? Junge, ich nutze niemanden aus. Ich sag's mal so, sie ist eine Königin. Und sie wird alles regieren, Alter. Und was brauchen Könige und Königin? Richtig, eine heftige Base, Alter. Nein, sag mir nicht, du hast sie in deinen Bann gezogen, dass sie jetzt bei euch Höllenkrieger-Schmutzclan mitmacht. Was sagst du hier, Schmutzclan, Junge? Ich geh gleich auf dich drauf, ey. Aber ich, wie gesagt, ich habe andere Sachen zu tun, Alter. Und Moni macht das, was sie will und sie will mich, Alter. Checkst du? Du Ekliger, was hast du eigentlich da an, Alter? Hä? Ist das eine Garderobe oder was soll das sein? Das sieht ja aus wie so eine komische Robe, Junge. Warte mal, was sagst du denn da? Was erzählst du da? Ich habe mich so gefreut über diesen neuen Skin und du kommst und machst direkt so komische Fakten. Das sieht aus wie ein Schlafanzug, Junge. Wo hast du den geklaut, ey? Vom Obdachlosenheim? Hör auf, sowas zu sagen. Komm mal her, ich zeig dir das jetzt. Ich zeig dir das was ausnahmsweise. Aber dann lass uns hier weggehen von diesem Herzschlag. Leute, ich zeig ihm das jetzt extra, damit er sieht, wie cool das eigentlich aussieht, Leute. Denn sogar er wird safe sagen, dass das cool aussieht. So, bleib weiter weg und wehe, du greifst mich an. Wehe, du greifst mich an. Nein, ich greif dich nicht an. Alles gut. Tja, sowas können die Höllenkrieger nicht, ne? Sowas können... Sei mal ehrlich, das sieht doch cool aus. Ist das Batman auf Wish oder was soll das sein? Hä, findest du das echt nicht gut oder was? Das sieht absolut lost aus. Warum lässt du mich jetzt aus? Warum ist da so ein gelber Honigfleck? Ich dachte, das sieht da cool aus. Oder? Warum machst du dich jetzt darüber lustig? Du hast ein Honigbrot gemacht und hast gekleckert und deswegen ist da ein gelber Fleck da drauf. Ich weiß nicht, sieht das echt nicht gut aus? Also ich sag's mal so, Sio. Wenn ich eine Outfit hätte, das würde alles in Schatten stellen. Und dein Ding sieht aus, als wenn es von einem Biene-Maja-Kostüm geklaut ist, Alter. Hm.
Warum muss ich auch dich als erstes hier sehen und direkt jemand wie... Ich sag dir, Retalk, egal was für schlimme Sachen du gemacht hast, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass du das nicht schön findest. Ich dachte trotzdem, dass du deine ehrliche Meinung sagst. Oh, das ist meine ehrliche Meinung. Ich sag mal so, also hätte ich jetzt die Wahl zwischen einem Lumpen oder dem Ding da, würde ich den Lumpen nehmen, sag ich dir ehrlich. Ey, du provozierst mich gerade doch nur extra. Du provozierst mich doch gerade extra einfach nur. Warum soll ich dich provozieren? Du bist doch mein alter Freund von Team Gut, ey. Und Team Gut hält immer zusammen, ne? Team Gut, guck mal. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber du hast dich so verändert, ne? Ich erkenne dich gar nicht mehr wieder. Du hast dich so übertrieben verändert. Ja, ich bin größer geworden. Ich bin gewachsen, das stimmt. Mein Ego ist gewachsen. Sju, du kannst Warum hast du deine Rüstung angezogen? Zieh einfach Leine, Junge. Hau ab, Alter. Hey, du hast... Warum greifst du mich an? Bro, weil du ein Noob bist, Junge, mit deiner komischen Ausrüstung. Hör, das sieht total Müll aus, Alter. Nach Mülleimer sieht das aus. Verzieh dich einfach, Mann. Du bist hier nicht mehr willkommen, ey. Du machst eh kein Damage. Hier, guck mal, ich kann sogar Karotten essen, während du kämpfst. Hast du immer noch 20 Herzen oder was? Natürlich habe ich die noch, Alter. Und weißt du was? Das tut mir gar nicht weh. Warum haust du denn ab, hä? Hey, Sju, wohin gehst du? Ich checke das nicht. Ich checke das nicht. Warum bist du nur so? Bro, weil sich Macht gut anfühlt, Bro. Und du einfach. Guck mal, da hinten ist deine Frau. Ja, die wird sehen, dass du einfach angegriffen hast. Du hast uns angegriffen, Alter. Du hast meine Frau schlecht geredet. Verstehst du? Das macht man nicht, ey. Du wolltest die ganze Zeit die Hochzeit und uns ausreden und so. Okay, du wirst sehen, was du davon hast. Alles gut. Aha, was habe ich denn davon, hä? Ich fühle mich echt, Leute, das ist wirklich so, ich kann nichts dagegen machen gegen diese ganzen Höllenkrieger. Wieso hat er 20 Herzen, Leute? Das macht gar keinen Sinn. Ey, nein, ey. Wisst ihr was? Ich lasse mich nicht fertig machen. Ich werde mich nicht fertig machen lassen. Egal wie, auch wenn er 20 Herzen hat, ich habe keine Goldäpfel mehr. Ich werde mich jetzt so fett vorbereiten, Leute. Und ich habe euch gesagt, Sju wird stärker wie je zuvor zurückkommen. Ich habe auch gesagt, ich mache PvP-Training. Aber gegen Timmy, ich muss das anders machen. Ich muss vielleicht die anderen von den Höllenkriegern kaputt machen. Und dann kümmere ich mich um Timmy. Und ich habe euch gesagt, dieser Clan Schattenkrieger wird alles dafür tun, dass die fertig gemacht werden. Und ich weiß nicht, warum mir die Meinung plötzlich von Timmy so wichtig war, aber ist mir egal, was er sagt, Leute. Ich find's cool und ich hoffe, ihr findet das genauso cool, Leute. Ich feiere das und deshalb, ich lasse meine Laune nicht kaputt machen. Wir sind die Schattenkrieger und ich lasse es nicht zu, dass Timmy so mit mir redet oder die Höllenkrieger mich so in den Schmutz ziehen, Leute. Es wird jetzt Zeit, dass wir uns in der nächsten Folge um unsere Base kümmern, um unsere Items kümmern. Und dann geht die Party ab, Freunde. Und dann sage ich euch ehrlich, Leute, dann werden die fertig gemacht. Und deshalb, Freunde, haut rein, checkt gerne mein Buch ab, was ich in meiner Hand halte, unten in der Videobeschreibung. Und markiert mich gerne auf Instagram. Danke für alles. Ich werde mich nicht fertig machen von denen. Ciao, ciao.